Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Cold War Zombie Video möchte ich euch einen Glitch zeigen, bei dem ihr ganz easy auf Hyrons gehen könnt, dabei eine Menge XP farmt und somit auch den Battle Pass leveln könnt. Und ich komme jetzt mal direkt zum Glitch. Als allererstes geht ihr in der Zombie Lobby auf Privat, geht dann eine Kategorie nach rechts, wählt Ansturm und hier müsst ihr nun Ansturm Eindämmerung auswählen. Hier braucht ihr jetzt die U-Bahn-Map, Leute. Falls jetzt direkt nicht beim ersten Mal die U-Bahn-Map kommt, dann bricht die Suche einfach ab und sucht einfach so lange weiter, bis die U-Bahn-Map kommt. Wenn ihr dann in dieser Map seid, Leute, seht ihr links, da steht Anstiege 1 und da unten ist ein Ladebalken. Diesen Ladebalken müsst ihr voll machen auf 100, dann seid ihr in der zweiten Welle und die Wellen sind halt diese Anstiege, Leute. Ich bin gerade in der Welle 1 und bei jeder dritten Welle spawnt ein Boss. Und wenn ihr diesen Boss tötet, dann droppt euch entweder Packer Punch, bessere Waffen und ein Zufallsperk. Bei diesem Zufallsperk braucht ihr jetzt das Dr. Rutscher Perk, Leute. Wenn ihr das nicht beim ersten Boss-Zombie bekommt, dann spielt einfach weiter, weil ihr könnt auch andere Perks gebrauchen. Das wird euch alles nur einfacher machen. Aber ihr braucht das Dr. Rutscher Perk und soweit ich weiß, muss das auf Stufe 4 sein. So Leute, wenn ihr dann Dr. Rutscher habt, dann müsst ihr an diese Position, wo ich hingehe, und den alten Dr. Rutscher Glitch ausführen. Und zwar müsst ihr hier gegen diese Wand sliden und kurz bevor ihr die Wand berührt, drückt ihr auf Pause. Dann lässt ihr Pause los, Leute, und lauft ihr auf die entgegengesetzte Seite, also ganz nach hinten laufen. Und hier an dieser Treppe stellt ihr euch hin, lauft dagegen, Leute, haltet die Laufen-Taste gedrückt, drückt auf Start und dann, wenn ihr Start wegmacht, müsst ihr springen. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann landet ihr hier hinter dieser Mauer und die Zombies werden sich jetzt vor euch versammeln und ihr könnt die Zombies töten. So Leute, in den Bossrunden geht so nah wie möglich an die Wand und tötet den Boss an der Wand. Und wenn ihr dann nah genug dran steht, Leute, kriegt ihr auch die Perks und ihr könnt hier diese Packer-Punch-Sachen aufheben. Schild könnt ihr aufheben. Und ja, Leute, Munition geht euch auch nicht aus, weil hier droppt auch eine Menge Munition. Und ihr könnt ganz easy in Hyrons gehen. Falls ihr den Spot wieder verlassen wollt, dann könnt ihr einfach wieder den Ätherschleier auswählen, den voll machen und hier einfach raus teleporten mit dem Ätherschleier. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben und in Zukunft nichts mehr verpassen wollen, die können jetzt ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.